Wer gerne kocht, hat die Wahl. Kochfelder und Dunstabzüge gibt es heute in zahlreicher Ausführung. Entscheidend für die meisten Optik, Pflegeaufwand und Leistung. Induktion ist heute das gängigste auf dem Markt. Und wenn es um Kochfelder geht, spielt auch der Dunstabzug eine entscheidende Rolle. Da die Küche heute mehr Wohnraum ist und Kochinseln im Trend liegen, sind klassische Dunstabzugshauben nicht mehr gefragt. Dafür Kopffreiheit und ebene Flächen. Möglich machen das sogenannte Downdraft-Techniken, also Lüftungen, die im Kochfeld integriert sind. Hier entwickeln die Hersteller immer modernere Varianten. Ich habe hier halt jetzt die Möglichkeit, die Haube integriert im Kochfeld zu haben, die dann hochfährt und damit letztendlich auch den Dampf von der Seite, aber bei höherer Töpfe halt mitnimmt. Und das gibt es immer in Abluft- und Umluftversionen mittlerweile, sehr leistungsstark. Was man halt hier im Unterschrank rechnen muss, man verliert ein bisschen Platz im Schubladebereich, wo eben jetzt die Technik im Motoreinheit sitzt. Trotzdem können auch Dunstabzugshauben stylisch aussehen. Und auch die Kochfelder werden innovativer. Der Trend geht hier zu einem flächenbündigen Einbau und variablen Kochmöglichkeiten. Der große Vorteil, ich kann hier auf 4 einzelne Töpfe draufstellen, die hier eine Temperatur haben und hier, aber auch gebrückt werden können. Also mit der Brückefunktion kann ich das ganze Feld mit einer Leistung versehen und kann dann einen großen Bräter draufstellen, egal ob der so groß ist oder ob er dann auch die ganze Fläche abdeckt. Man kann ihn sogar quer platzieren, weil hier habe ich nur die Verbindungsfläche. Dann kann ich ihn nur so hinstellen und habe vorne Platz für weitere Töpfe. Ich bin super variabel, Vario-Induktion, wie es sich nennt. Und die Schaltung gibt es ja jetzt mit dem Drehknopf, Twistpad oder auch mit einer normalen Sliderbedienung, wo ich dann unter am Bedienteil einfach langstreiche. Neben der Vario-Induktion ist ein weiterer Trend die vollflächige Induktion. Und nicht zuletzt sind Induktionskochfelder energiesparender als die Heizvariante. Es wird nur die Energie wirklich verbraucht und abgerufen, die halt jetzt der Topf braucht. Und bei der sogenannten Vollflächeinduktion, was wir hier sehen, haben wir eben 48 Induktoren anstatt nur 4. Die ganze Fläche ist somit abgedeckt und jetzt kann ich den Topf komplett frei platzieren, egal wo ich ihn haben möchte. Kann ihn drehen und wenden, die Topfgröße spielt keine Rolle und dadurch bin ich halt noch variabler. Übrigens, integrierte Lüftungen sind nicht neu. Schon vor 30 Jahren gab es sie auf dem Markt. Aber erst seit ein paar Jahren hat sich der Trend durchgesetzt, weil nach und nach die Hersteller auf den Zug aufgesprungen sind. Preislich gibt es natürlich Unterschiede, je nach Hersteller und Qualität.